Nach einem Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei in Spanien ist der katalanische Separatistenchef Carles Puigdemont wieder außer Landes. Das sagte der Generalsekretär seiner Partei Junts am Freitag einem Hörfunksender. Puigdemont sei auf dem Weg zurück in sein belgisches Exil. Trotz eines Haftbefehls hatte der Separatistenchef am Donnerstag vor tausenden Anhängern unbehelligt von der Polizei in Barcelona gesprochen. Er kündigte trotz der Polizeipräsenz an, er wolle die Bestrebungen um die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien wiederbeleben. Danach tauchte der 61-Jährige trotz einer groß angelegten Suchaktion der Sicherheitskräfte unter. Die Flucht gelang ihm offenbar mit Hilfe zweier Beamter der Landespolizei, die festgenommen wurden. Stimmen von den Straßen Barcelonas vom Freitag. Die Unabhängigkeitskämpfer sind legitime Leute. Wir sind keine Terroristen und ich schließe mich selbst mit ein, weil ich auch Separatistin bin. Das bedeutet, dass wir völlig demokratische Menschen sind. Wenn es jemanden gibt, der ein Demokrat und ein Führer ist, dann ist es Puigdemont, Carles Puigdemont. Ich denke, es ist unnötig, aus einem Mann, der auf der Flucht vor der Justiz ist, einen Helden zu machen. Das ist es, was sie meiner Meinung nach tun, abgesehen davon, dass sie ein schlechtes Bild von der katalanischen Polizei vermitteln. Puigdemont entging in Spanien einer Verhaftung im Zusammenhang mit dem 2017 gescheiterten Versuch, Katalonien von Spanien abzutrennen. Puigdemont hatte den Tag für sein Auftauchen in Barcelona nach 7 Jahren Exil mit Bedacht gewählt. Am Donnerstag war der Sozialist und Unabhängigkeitsgegner Salvador Illa vom Parlament zum Regionalpräsidenten Kataloniens gewählt worden. Das von Puigdemont, dem katalanischen Ex-Präsidenten, ausgelöste Verwirrspiel ist eine latente Gefahr für die Stabilität der Minderheitsregierung des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Denn die Partei Junts gilt als Mehrheitsbeschafferin im Madrider Parlament. Sie kündigte eine Entscheidung darüber an, ob sie die Zentralregierung in Madrid weiter stützen werde. Zugleich verwies sie darauf, dass sich die Situation in Katalonien stark verändert habe.